Hallo und herzlich willkommen hier auf Daniels Kartenkanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir heute den sonnigsten, aber leider auch letzten Urlaubstag ausgesucht und mir gedacht, ich mache noch mal ein kleines Gartenvideo. Heute genau vor 14 Tagen habe ich die ganzen Pflanzen in die Erde gebracht und danach wurden alle überzähligen Pflanzen ja zum Teil verschenkt, zum Teil getauscht. Da ist wieder einiges Neues dazugekommen. Ein bisschen was stand auch noch in der Anzucht, war noch ein bisschen zu klein, um das rauszupflanzen. Und genau das möchte ich heute machen. Das heißt, die letzten Pflänzchen in die Erde bringen und die Bohnen, die muss ich noch stecken. Da habe ich mir welche vorgezogen, und zwar die Stangenbohnen, die Buschbohnen, die kommen direkt in die Erde. Tja, und da möchte ich euch heute gerne mal mitnehmen. Und wenn wir jetzt in den verschiedensten Gartenecken unterwegs sind, dann verbinde ich das doch gleich mal mit einem kleinen Gartenrundgang. Dann wird das wieder so ein kleiner bunter Mix von allem was. Ja, und jetzt hier gerade befinde ich mich auf meiner kleinen Wiese im Gartenrundgang. April hatte ich hier den Boden durchgefräst und neuen Rasen angesät. Ja, und auch gleich in diesem Zuge einen Blühstreifen oder beziehungsweise mehrere Blühstreifen angelegt. Die blühen jetzt zwar noch nicht, aber das hat sich super entwickelt. Ich habe in den letzten Jahren das schon ein paar Mal probiert. Da ist irgendwie immer so gut wie nichts gekommen. Aber diesmal hat das hier super hingehauen. Hier ist jetzt wirklich so ein richtiger bunter Mix von allem was dabei. Ich erkenne hier schon Klee und sowas. Ich weiß nicht, was da sonst noch alles ist. Verzählige ist dabei und ein bisschen Melde ist drin. Naja, ob die da in dem Saatgut drin war, das weiß ich nicht. Aber ich denke, in ein paar Wochen wird das hier richtig bunt und seid da auf jeden Fall gespannt. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Einmal am Zaun entlang, ein kleiner Streifen. Gehen wir hier einmal um den Baum rum. Bis zum Hochbeet. Und dann hier drüben nochmal am Hühnerstall. Auch nochmal ein kleiner Streifen. Und da hoffe ich, dass das bald schön bunt wird hier. Hier im Hochbeet habe ich hauptsächlich Brokkoli und Romanesco, der entwickelt sich recht gut. Dazwischen ein bisschen Salat, den hatte ich mir aus dem Gartencenter mitgebracht. Konnte ich nicht dran vorbeigehen an den kleinen Pflänzchen, für ein paar Cent kann man die ruhig mitnehmen. Ja, dann hier die kleine Ampeltomate. Ich hoffe, dass ich die bald hier über die Kante hier drüber leiten kann. Da werde ich noch einen kleinen Schutz drum machen, dass die da nicht so die scharfen Kanten hat. Gerade wenn der Wind weht, dass die sich da nicht so aufscheuert. Ja. Das war es hier soweit. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Kandidaten, die noch in die Erde müssen. Hier haben wir noch 4x Physalis. Da habe ich mir überlegt, die hier an den Zaun zu setzen. Das ist ein relativ gutes Plätzchen. Ich hatte hier schon Erbsen ausgesät, aber die sind leider nicht so gekommen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Da sind, glaube ich, bloß 3 oder so aufgegangen. Die werde ich jetzt umsetzen. Und dann kommt hier die Physalis hin. Das sind noch Reste von meiner Mutter, die sie nicht mehr untergekriegt hat. Ja, und ich darf jetzt hier oder will jetzt ein bisschen Pflanzen-Tetris spielen. Das heißt, überall noch ein paar Lücken finden. Hier haben wir noch ein bisschen Rotkohl. Ja, mal gucken. Hier hat jetzt die japanische Weinbeere ihren Platz bekommen. Die hatte vorher einen ja, sehr stiefmütterlichen Platz. Und ja, da die Hühner mal drin gewesen, da rumgescharrt und abgeknickt. Aber hier kann sie jetzt bleiben. Das wird wohl hier der dauerhafte Platz werden. Ja, und wohin man schaut, überall Fingerhut. Der hat sich hier so schön ausgebreitet, den hätte ich wirklich nicht vorziehen müssen. Hier habe ich jetzt noch 2 kleine Paprika stehen. Türkische Gewürzpaprika. Und als ich den Schotterweg hier mal ein bisschen sauber gemacht habe, hatte ich ein bisschen Frauenmantel gefunden da drin. Den habe ich hier umgesetzt. Der kann sich hier noch ein bisschen breit machen. Und hier haben wir so ein schönes Exemplar vom Fingerhut. Daneben der Goldfelberich, der noch keiner ist. Der muss noch ein bisschen warten. Aber ich denke mal, nächsten Monat wird er auch anfangen mit Blühen. Ja, und hier auch von meiner Mutter nicht untergekriegt. Die letzten dicken Bohnen. Ich habe sie schon mal an ihren Platz gestellt. Und zwar hatte ich hier noch eine Reihe angefangen. Und das bietet sich förmlich an, zwischen den Kartoffeln, die hier noch einzusetzen. Ist leider alles ein bisschen beengt hier, aber da muss ich jetzt durch. Jetzt kommen erstmal die letzten dicken Bohnen rein und dann geht es weiter mit den Buschbohnen.
So, die dicken Bohnen sind jetzt in der Erde. Damit ist die angefangene Reihe geschlossen und da könnt ihr jetzt ordentlich Gas geben. Jetzt habe ich hier noch 2 bis 3 Reihen übrig. Ich überlege gerade, ob ich die 3. Reihe überhaupt noch mache. Das ist ganz am Rand, aber Platz ist eigentlich. Ja, und da möchte ich gerne Buschbohnen setzen. Und zwar habe ich hier die Sorte Purple Tippy. Und zwar war die in meinem Bio-Saatguts-Adventskalender. Mir vorhin dreimal die Zunge fast gebrochen bei dem Wort. Ja, die soll ausgesät werden. Und dann hier eine Kidneybohne. Und zwar Canadian Wonder. Ist noch eine angefangene Tüte. Ich denke mal, die wird fast alle werden heute. Ja, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ist was zum Auskernen, zum Trocknen. Ja, und die andere halt zur frischen Ernte. Ja, und die kommen jetzt hier raus. So, jetzt macht sich das hier wieder ein bisschen besser. Jetzt kann ich hier nämlich von 2 Seiten arbeiten. Von jeder Seite die Hälfte. Und zwar möchte ich die in Horstsaat aussehen. Ich werde, denke ich mal, 5 bis 6 Horste machen. 5 bis 6 Bohnenkerne. Und ja, ich denke mal, von der Auskernbohne werde ich ein paar mehr machen, weil da kann man immer genug oder nie genug haben. So rum. Ja, und dann denke ich die letzte Reihe mit der Purple Tippy. Und dann geht's mal los hier. So, dann fangen wir hier vorne gleich an. Mache ich mir hier einen kleinen Kreis. Und dann 5 bis 6 Kerne. So, 4, 5, 6. 6 ist okay. Das sind Eindrücken nicht zu tief. Und weg damit. So, jetzt geht es mit den Stangbohnen weiter. Und zwar habe ich verschiedene Sorten vorgezogen, aber auch schon ein paar gesteckt direkt. Die gucken schon raus, aber sind leider ein bisschen unregelmäßig. Generell, wenn die Bohnen unregelmäßig keimen, ist es immer sinnvoll, wenn man ja so ein paar in der Hinterhand hat, dass man praktisch noch in die Lücken vorgezogene Pflänzchen setzen kann. Das ist ähnlich wie bei den Erbsen. Macht sich dann immer gut, wenn man da noch ein bisschen was hat. Ja, hier habe ich die Sorte Kipfler. Die soll hier rein. Letztes Jahr hatte ich hier Tomaten stehen, deshalb das Gerüst. Und da spanne ich mir dann Schnüre hoch bzw. runter und da können die dran hochmarschieren. Jetzt sind hier leider noch ein paar Kohlrabis im Weg. Die werde ich jetzt mal vorsichtig versuchen umzusetzen. Das ist eigentlich ein bisschen ungünstig jetzt so in der Nachmittagssonne. Aber ich denke mal, wenn ich die mit einem richtig schönen dicken Erdballen aushebe, sollte das klappen. Da sind eh nur 3 Exemplare, die ich jetzt ein bisschen weiter versetze, damit die Bohnen ein bisschen mehr Platz haben. So, hier sieht man sehr schön die kleinen Bohnenpflänzchen. Ja, und hier habe ich zum Beispiel so eine Lücke drin. Da wird eine reinwandern. Dasselbe habe ich hier drüben auch noch mal. Ich denke, dass hier auch noch 1 oder 2 reinpassen. Ja, und dann werde ich die jetzt mal hier einwandern. So, und damit zu den letzten Bohnen. Und zwar habe ich hier die Sorte Spatzeneier. Das ist eine Auskernbohne, also eine Trockenbohne. Die wollte ich ja hier am Mais hochranken lassen, im Indianerbeet. Hatte ich im letzten Video angelegt. Verlinke ich euch nochmal hier oben links im Eck, beziehungsweise von euch aus rechts. Ja, und ich hatte es schon angesprochen im letzten Video, den Mais ein bisschen Vorsprung zu geben. Die sind jetzt ungefähr zur selben Zeit ausgesät und man sieht, die Bohne ist schon richtig weiter. Ne? Also das, denke ich mal, wird der Mais hier bei mir auch nicht aufholen. Ich muss mal gucken, wie ich das Ganze gestalte. Ich werde jetzt erstmal ein paar Bohnen um die Sonnenblumen setzen und ja, ansonsten muss ich sie halt erstmal mit einem Stab hochleiten, die Bohnen, und später dann irgendwie den Stab entfernen und an dem Mais festmachen. Naja, so in der Art. Schauen wir mal, wie das Ganze sich dann gestaltet. Dann habe ich ja auch noch einen überzähligen Kürbis. Eigentlich sind es 2. Da hat sich sogar noch einer gezeigt. Ja,
Das ist hier wieder dieser Fakton-Kürbis. Der heißt nicht direkt so, also Fakton bedeutet irgendwie Kürbis in irgendeiner anderen Sprache. Und daher wurde das abgeleitet und ich habe den so als Fakton-Kürbis bekommen. Und dann nenne ich den jetzt halt auch so, wie der richtig heißt, weiß ich nicht. Stammt auf jeden Fall aus Thailand, glaube ich. Und ja, bin ich mal gespannt, mal was ganz anderes dieses Jahr. Der kommt jetzt hier noch mit rein, aber ich würde mal sagen, ich fange erstmal mit dem Mais an. Da sind jetzt die kleinen Pflänzchen, die ich kurz nach den Eisheiligen hier rausgepflanzt habe. Die Sonnenblumen haben sich schön erholt. Ohne Hilfe stehen die hier prächtig da. Ja, und hier bei den Freilandtomaten will ich es dieses Jahr mal versuchen, nicht zu gießen. Mal schauen. Soll ja richtig was für den Geschmack bringen. Und ich werde mich mal zurückhalten. Die müssen jetzt hier alleine klarkommen. Ja, und hier zwischen den Maispflänzchen, da ist noch genug Platz. Das ist ja auch, glaube ich, die letzte in der Reihe. Und dann werde ich die hier fortführen mit den vorgezogenen Maispflänzchen und dann kommen hier die Bohnen dazwischen. Und natürlich gleich ein bisschen Wasser. Dass sie hier gleich einen guten Start haben. So, der Mais ist drin. Jetzt mal noch die Bohnen in der Erde. Und dann bin ich hier hinten im Indianerbeet auch schon fertig. Tja, so sieht das Ganze jetzt aus. Der Kürbis ist natürlich jetzt auch noch in die Erde gekommen und auch der kleine Nachzügler. Ich habe jetzt die Bohnen hier überall erstmal wild hier so durcheinander gesetzt und ja, werde ich sehen, wo ich die dann später hochleite. Wie gesagt, entweder ein kleines Stäbchen noch dazu oder an irgendeiner Sonnenblume. Erstmal schauen, wie die sich jetzt hier entwickeln, wie der Mais Gas gibt. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht auf die kleinen Maispflänzchen drauf trete. So, und werden wir mal gucken, was das für ein Indianerbeet wird. Als nächstes will ich jetzt mal die Physalis in die Erde bringen. Wie gesagt, das sind die ganzen Stecklinge, die ich hier gemacht habe, Ableger. Schön immer über den Winter immer ein Stückchen abgeschnitten von der Mutterpflanze, in ein Glas Wasser gestellt, bis die bewurzelt war und dann ja, in ein kleines Töpfchen eingepflanzt. Ja, und jetzt wird es langsam Zeit. Die ersten Blüten sind schon dran. Und die müssen jetzt dringend in die Erde. Ich würde sagen, das wird Zeit. So, die Physalis sind auch erledigt. Jetzt sind wir hier im Gewächshaus und zwar an der Resterampe. Die wird langsam immer kleiner, Gott sei Dank. Ja, was habe ich jetzt hier noch stehen? Ein paar Auberginen. Da habe ich draußen noch einen Kübel. Da wachsen jetzt noch Kohlrabis drin. Da möchte ich die nachher reinsetzen. Ich denke, die halten es im Topf noch ein bisschen aus. Im Zweifelsfall topfe ich die nochmal um, kriegen die nochmal einen größeren Topf. Dann stehen jetzt hier noch 9-mal Knollensellerie. Da habe ich auch noch keinen richtigen Platz. Da weiß ich auch noch nicht, wo ich den hinsetzen soll. Mal schauen. Ja, was haben wir noch hier? Tomatillo. Noch nie gehabt, noch nie angebaut. Habe ich gar keine Ahnung, wie das geht oder was man da beachten muss. Ich werde denen einfach mal ein schönes, sonniges Plätzchen suchen.
ja, das sind so die ertauschten Sachen, die man dann, wenn man eigentlich Pflanzen loswerden will, sich dann wieder nach Hause holt. Das ist auch eine kleine Aubergine, die hat noch richtig Zeit. Genau. So, das ist dieselbe nochmal. Und zwar ist das die Sorte Prosperosa. Die kann noch, denke ich, kann ja noch auf der Kinderstation bleiben. Alles, was Aubergine ist, bleibt erstmal noch hier. Dann haben wir eine Zuckermelone. Die muss unbedingt noch in der Erde, denn die soll jetzt losmetern. Ich habe die Wassermelone schon gesetzt. Die macht sich recht gut. Ich habe bisher nie Glück gehabt mit Melonen. Und ich hoffe, dass das diesmal in diesem Kübel hier unten gut passt. Ich mache da gleich mal unten einen Rundschwenk. Ja, Tomatillo, die kommen heute raus. Zwei Stück. Die müssen gemacht werden. Aubergine wird zurückgestellt. Dann haben wir hier noch eine Brennnessel. Auch immer gut. Und das sollte ursprünglich mal eine Zucchini sein. Ist es aber nicht. Ich denke mal eher Unkraut. So wie das aussieht. Naja, wir schauen mal, was das wird. Nein, Quatsch. Das könnte eine Paprika sein. Was erzähle ich denn hier? Habe ich es hier drauf geschrieben? Das ist noch eine Esküve. Genau. Die gehört hier hinten hin. Mal gucken, da finde ich halt auch noch ein Plätzchen für die zwei. Das ist, wenn man die alte Beschriftung von den Töpfen nicht abmacht. Gleich weg damit. So, zweimal Esküvö, die übrig gebliebenen Paprika. So, tja, und dann haben wir eigentlich nur noch eine Zitronengurke. Ich denke, die quetsche ich auch noch irgendwo rein. Das sollte was werden. Und dann bin ich eigentlich auch schon mit diesen übrig gebliebenen Sachen durch. Sorte Bambino könnte eine Aubergine sein. Genau. Habe ich aber reichlich. Naja, dann wollen wir mal loslegen. Ja, in den zwei Wochen seit der Pflanzung hat sich jetzt hier auch nicht so viel getan. Die Gurke ist irgendwie noch gar nicht so richtig aus dem Knick gekommen. Die hängt ein bisschen die Blätter. Ich habe der erstmal richtig Wasser gegeben. Ich denke, das lag am Wasser. Naja, hier ist noch eine übrig gebliebene Chili, eine braune. Ich denke mal, da ersetze ich hier die türkische Gewürzpaprika. Die geht mir wohl ein, ich weiß nicht warum. Eine meckert hier ein bisschen rum. Die anderen stehen alle ganz gut da. Ja, hier die besagte Wassermelone von Felix Hobbygarten. Die möchte ich dann hier an dem Gitter hochranken lassen. Die steht ganz gut da. Das gefällt mir. Miniatur Chocolate oder Schokolade, wie auch immer. Ja, dann haben wir hier die Lovely Lush. Und dann geht das hier so mit den Tomaten weiter. Die geben richtig Gas. Hier die Ananastomate. Das war die Wild Thyme Pink. Das, ach so, hinten in der Ecke, das war der Kuckuck, der Gerippte. Die Bitanga. Die Red Beauty. Schon schöne Blüten dran. Beauty King. Purple Dragon und die Black Grim. Ja, und probiert habe ich es mit der Okraschote, die selber vorzuziehen, hat gar nicht geklappt. Die habe ich mir ertauscht und die steht ganz gut da. Bin ich mal gespannt, was das wird, wie das funktioniert. Ja, und hier vorne diverse Paprika. Alles ganz okay, soweit. Schauen wir mal. Jetzt habe ich mich erstmal schlau gemacht, was die Tomatillo eigentlich für Zeitgenossen sind. Das sind ja ähnlich wie die Physalis, also Andenbeeren. Ja, und da ich die da vorne schon gesetzt habe, die Physalis, werde ich die beiden jetzt hier noch reinbringen. Ja, und wieder was zum Thema Pflanzen-Tetris. Hier hatte ich jetzt noch zwei türkische Gewürzpaprika drin. Da war mir ja eine drin eingegangen. Da kann ich die gleich austauschen. Das heißt, die beiden Pflänzchen fliegen hier raus und dafür kommen jetzt hier die Tomatillo rein. Irgendwann werden sie schon alle an ihrem richtigen Platz sein. Jetzt geht das ja alles noch. Die sind alle noch recht klein. So, die Tomatillos sind jetzt in der Erde. Die türkische Gewürzpaprika habe ich ausgetauscht. Jetzt habe ich hier noch eine Reihe. Und zwar stand hier der Salat vom letzten Jahr noch drin. Der Wintersalat. Und da ist jetzt noch ein Kopf und der eine hier, der in Blüte gegangen ist, den werde ich jetzt den Hühnern zuführen.
Der andere kommt noch in die Küche und dann habe ich hier noch eine Reihe frei. Und da habe ich mir überlegt, hier noch ein bisschen Kohl reinzumachen. Der ist heute noch zu mir rübergewandert, den kann meine Mutter nicht mehr setzen. Die hat keinen Platz mehr bei sich. Das heißt, der kommt jetzt bei mir rein. Und dann ist dieses Beet hier auch schon voll. Hier sind die ganzen angesäten Sachen, gelbe Beete, Pastinake, da weiß ich nicht, ob da was kommt. Ich habe da mal beim Unkraut wegmachen, da mal ein bisschen was stehen lassen und erstmal sehen, ob das die Pastinake ist. Ja, und daneben nochmal rote Beete. Das funktioniert super. Und wenn das alles ein bisschen raus ist, dann kann ich hier auch mulchen. Das möchte ich noch machen. Beim Knoblauch habe ich es gestern schon gemacht. Ja, und dann wird das nachher noch über das ganze Beet drüber gezogen. Aber jetzt erstmal raus mit dem alten Salat und dann rein mit dem Kohl. Und dann sind wir auch schon mit Pflanzen fast durch. So. Da fällt mir ein, das ist wieder eine super Gelegenheit, den Kleedünger ein bisschen mit einzuarbeiten. Davon ist noch ein bisschen was übrig und ich denke, der Kohl kann den gut gebrauchen. Hier ist ein bisschen Borretsch aufgegangen, den lasse ich natürlich stehen. Der blüht nachher wunderbar. Das ist eine prima Insektenpflanze. Also solche Sachen, die bleiben bei mir immer im Beet drin. Wenn sie nicht irgendwo unbedingt stören, dass es zu viel wird, dann lasse ich die stehen. Ich könnte mir vorstellen, dass der hier vielleicht mal irgendwann, naja, dem Kohl ein bisschen im Weg ist. Wenn solche Pflanzen hier so schön am Rand stehen, dann ist das immer prima. Da stören sie keinen und da können sie bleiben. Haben wir ungefähr die Mitte. Ja, muss da hinhauen. Hier sieht man schon die ersten Erdbeeren leuchten. Die ersten Erdbeeren sind reif. Wunderbar. Hier ist ein richtiges Gesumme in der Phacelia. Die ist hier wild aufgegangen. Sowas lasse ich immer stehen. Die Rauke hier hinten, die fliegt jetzt raus zum Teil, dass der Knoblauch ein bisschen atmen kann. Wenn ich da ein paar Pflanzen zum Aussamen drin lasse, das reicht. Mal sehen, so zwei, drei Stück. Eine kleine Ecke. Und der Rest kommt raus. Hier vorne hatte ich schon gemulcht mit Stroh, muss ich noch weitermachen unbedingt, ich habe noch keinen Stroh geholt. Tja, das ist die nächste Aufgabe, hier ein bisschen Luft machen, aber naja, die Hummeln möchte ich auch nicht stören, dass ich jetzt hier die, was hat die denn hier für ein Problem, turnt hier rum, die Kleine, naja. Wie gesagt, hier muss ein bisschen Luft gemacht werden. Die haben jetzt überall diese Samenstände gebildet. Sieht man, glaube ich, ganz deutlich. Müssen noch ein bisschen ausreifen und dann platzen die auf und dann samen die sich hier neu aus. Tja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein für heute. Die letzten Pflänzchen sind jetzt ausgepflanzt. Ich habe jetzt noch eine Physalis übrig, eine Zucchini und ja, die paar Knollensellerie-Pflanzen, die da noch drin stehen und natürlich die Auberginen. Die Auberginen haben noch Zeit. Da ist gerade mal eine so weit, dass man sagen könnte, die müsste jetzt irgendwie rausgepflanzt werden. Die habe ich jetzt erstmal in den nächstgrößeren Topf gesetzt. Die stand ja am 9er. Die habe ich jetzt in den 11er Topf reingepackt und ich denke, da kann sie noch ein, zwei Wochen aushalten. Ich hoffe, dass der Kohlrabi jetzt bald mal fertig wird und dann setze ich die da in den Kübel rein. Tja, und damit möchte ich mich dann auch für heute verabschieden. Sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Würde mich über ein Däumchen freuen, ein Abo, das kostet nichts, so verpasst man keine Videos. Glocke drücken nicht vergessen. Ja, und damit dann bis zum nächsten Mal. Super lecker.